Das habe ich erst eineinhalb Stunden vor dem Spiel erfahren. Also vorher wusste ich es nicht. Aber das zählt ja nicht. Ich stand auf dem Feld und musste einfach 100% geben. Ich habe mich mental vorbereitet und habe versucht, alles zu geben. Ich meine, ich wurde ja nicht direkt in ein kaltes Becken geworfen. Ich durfte ja vorher mich ranfassen in den Bezirk, in den Pokalspielen. Und deshalb, ja, auch durch die Unterstützung von den Jungs, die mir die Nervosität gut genommen haben, fand ich, war ganz gut. Großartig, also man hat mit Gänsehaut gespielt, obwohl das nebensächlich war, weil man sollte sich aufs Spiel konzentrieren, aber gerade bei so einem Debüt war es schwer, das auszuschalten. Hat Spaß gemacht. Ja, ich konnte nicht sitzen, ich habe nur gestanden und dann haben wir das noch gehalten, weil Deno hatte sich ja verletzt und wir konnten nicht mehr wechseln. Gut, ein bisschen schwierig gemacht das Spiel, aber Hauptsache wir haben die 3 Punkte. Ja, it's a really good es war richtig story. Gut treffen. Es war sehr wichtig, so dem Team zu helfen. Ich hatte in den vergangenen Spielen nicht so viel Glück, aber ich versuche immer, das Beste zu geben. Wenn du daran glaubst, triffst du auch wieder. Und so war es heute. Das Trainerteam steht immer hinter mir. Es ist natürlich für einen Stürmer wichtig zu treffen. Die Trainer sorgen dafür, dass ich mein Selbstvertrauen behalte, auch wenn ich mal kein Tor erziele, aber dem Team helfe. Das war der Grund, warum ich zu ihnen gelaufen bin. Es war ein schöner Moment. Ich war richtig gestresst. Wir mussten stark bleiben, um den Sieg zu sichern. Wir haben alle 3 Tage ein Spiel. Man merkt, dass die Mannschaft müde ist. Umso wichtiger war es, den Spielstand zu halten. Das Tor fiel so früh, es war eine lange Strecke zu gehen. Ich war nervös, aber als der Schiedsrichter abpfiff, war ich natürlich sehr glücklich. Guten Abend zusammen, also abends am kleinen Fall, weil wir einfach eine Jugend haben mit 19, mit richtig guten Jungs. Wir haben einen breiten Kader, wir haben viele Jungs, auf die wir zurückgreifen können. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Jungs reinzuschmeißen, die sich dann beweisen können, die sich vielleicht auch entwickeln können. Und darauf müssen wir zurückgreifen. Natürlich freuen wir uns über den Sieg. Ich glaube, der ist am Ende auch verdient, gerade weil wir am Ende viele Torchancen hatten, klare Torchancen. Wir hatten nicht diese Spielkontrolle wie sonst in Heimspielen. Haben durch das frühe Tor, das muss man sagen, das hat uns bestimmt ein bisschen aus dem Spiel genommen, wurden ein bisschen passiv und haben Gonsenheim damit eingeladen. Und Gonsenheim war dann gut in den Zweikämpfen, hat auch Ballbesitz gehabt. Wir haben es trotzdem einigermaßen gut wegverteidigt, aber dann. Ja, gerade in der zweiten Halbzeit müssen wir den Sack eher zumachen, weil was wir da dann an Torchancen liegen lassen haben, das brauche ich, glaube ich, nicht analysieren. Da fehlt es einfach eine klare Entscheidung treffen und das Ding über die Linie bringen. Das haben wir nicht geschafft und so bleibt das Spiel natürlich eng. Und am Ende haben die Jungs um jeden Zentimeter gekämpft und mit der Unterstützung natürlich der Zuschauer heute, das war ganz wichtig, hat ihm nochmal einen Push gegeben und am Ende bin ich auch verdient geworden. Es muss auch nicht immer schön aussehen. Ich kann auch so einen Sieg mal akzeptieren. Ein packendes Spiel war, glaube ich, viele Emotionen drin. Für die Zuschauer war ein Spiel, wo es gerade auch in der zweiten Halbzeit hin und her ging. Ich bin mächtig stolz auf die Leistung meiner Mannschaft hier. Beim Liga Primus so aufzutreten, so mutig, so dynamisch. Den Tabellenführer so viel abzuverlangen. Und ja, es ist traurig, dass wir leider mit leeren Händen nach Hause gehen. Aber trotzdem nehmen wir einiges mit. Wir sind stolz auf die Leistung und auf das Engagement. Ist halt manchmal so, da geht man ohne Funken nach Hause. Aber ich glaube, wir können aufbauen auf diese Leistung.